Wir sind gestern in Zermatt angekommen. Das Auto steht in Täsch im Matterhorn-Terminal. Da konnten wir das Auto einstecken an einem AC 11kW-Lader. Das Auto hat jetzt über Nacht geladen. Zermatt ist ja autofrei, beziehungsweise es fahren hier nur kleine Elektroautos rum, aber sonst, man darf nicht nach Zermatt fahren. Man kann hier wirklich Elektromobilität erleben. Es ist wirklich ruhig, kein Autolärm, nichts. So würde es auch sein, wenn alle Städte nur noch elektrisch fahren würden. Ihr seht wirklich hier nur diese kleinen Elektrofahrzeuge. Da sie aber sonst auch autofrei ist, ist es natürlich nochmals etwas Spezielles, weil es gibt hier keine Parkplätze auf der Straße, es gibt keine Garagen, keine Parkhäuser. Es ist wirklich ein bisschen eine andere Welt. Aber nur schon, dass die Fahrzeuge, die fahren, elektrisch sind, ist mega Hammer. Also wenn mal alles elektrisch fährt, dann denke ich auch, sind große Metropolen, wird das eine ganz andere Lebensqualität in den großen Städten sein. Wir laufen jetzt noch ein bisschen rum und im Hintergrund seht ihr noch einen sehr bekannten Berg. Kennt ihr wohl alle. Los geht's mit Gepäck im Elektrotaxi hier in Zermatt. Lassen wir uns zum Bahnhof fahren und dann geht's wieder mit der Bahn nach Täsch zum Matterhorn-Terminal, wo der ID5 schon geladen ist und auf uns wartet. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, hier diese Elektrotaxis haben ein bisschen eine schlechte Federung, aber es ist wirklich total lustig und cool. Echt, macht Spaß. Wir sind zurück in Täsch. Hier drüben das Parkhaus. Jetzt geht's weiter. Das Wallis durch und wir stoppen dann das erste Mal, glaube ich, in Montreux. Ja, ich glaube, es ist alles schön auf der Grand Tour. Ich glaube, es gibt nichts, was nicht schön ist. Deswegen ist es ja die Grand Tour. Und mit dem ID5 fantastisch, kann ich sagen. So, jetzt schauen wir, wo wir da ins Parkhaus reinkommen, da vorne, ich sehe es. Maria sagt Nummer 2. Nummer 2? Ja. Nummer 2. Oh, Parkhaus-Ticket. Ist das fürs Parkhaus? Ja, hier im 2. Ja. Für 24 Stunden 16 Franken. Für Schweizer Verhältnisse eigentlich
Schnäppchen. Wirklich? Ja. Schnäppchen. Ich kann euch da in Zürich Parkhäuser sagen, die, ja, da wollt ihr nicht einen Tag das Auto hinstellen. So. Jetzt nehme ich das. Los. Okay. Dann geht's hier in die 2. Und fantastisch, die Elektroparkplätze sind direkt hier, also besser geht's nicht. Da haben wir Tesla Model 3, Tesla Model Y, eine Zoe, ah, und dann kommt die VW-Fraktion, ID3 und unser ID5. Er begrüßt uns schon. Ich muss fuchteln. Also gut. Also wir sind am Grand Tour Fotospot Fuli. Und zwar ist da hinter uns, wie ihr seht, haben wir den steilsten Weinberg der Welt. Der ist terrassenförmig angelegt. Und es ist auch hier wieder eine wunderbare Aussicht. Um hier hinzukommen, fährt man wirklich mitten durch die Reben durch. Also ein riesen Weingebiet hier. Und hier an der Stelle vielleicht noch kurz. Ich habe am Anfang des Videos habe ich die App von der Grand Tour sehr, sehr gelobt. Sie hat aber schon zwei, drei Fehler. Also wir hätten da ein, zwei Verbesserungen. Weil die Navigation manchmal ein bisschen komisch ist. Sie will einem dann immer wieder irgendwo anders hinführen. Aber wir haben es gefunden und es ist wirklich schön. Wir machen hier noch ein paar Aufnahmen mit dem ID5 und dann geht's weiter nach Montreux. Peace. Peace.
Wir wollten eigentlich nur schnell was zum Trinken holen. Das Wasser ist ausgegangen. Jetzt sind wir hier bei Le Sil Cedes, heißt das, glaube ich, hier, die Raststätte, hingefahren. Und da ist gleich ein Ionity. Wir haben aber noch 61%, sind mit 80% in Tash losgefahren. Also wir müssen überhaupt nicht laden. Übrigens auch gestern, ja, da haben wir einfach im Tessin geladen. Ist gar nicht groß mit dem ID5 GTX, gar kein großes Thema auf der Grand Tour, das Laden. Es gibt aber überall Lademöglichkeiten. Ihr habt auch auf der Grand Tour App, könnt ihr auch nach Ladestationen suchen, wenn ihr euch darüber navigieren lässt. Und ja, aber weil wir jetzt was zu trinken holen, ja, laden wir mal Ionity, haben wir halt auch den guten Tarif. Also laden wir hier trotzdem mal. Genau, es ist auch hier. Selbst die Raststätte hier ist wunderschön, liegt an einem Baggersee. Drüben haben wir Tesla Supercharger und nein, die sind noch nicht geöffnet, falls das jemand gleich im Video fragen will. Die sind noch nicht offen für andere Fahrzeuge, kommt aber sicher mal. Und sehr schön, hinten haben wir ein Windrad und hier sind mehrere Baggerseen, die sind miteinander verbunden. Und ja. Und immer noch sehr, sehr windig hier, sehr windig. Okay, also dann holen wir mal was zu trinken und dann gehen wir weiter dann. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, wir sind in Montreux. Zusätzlich ist gerade das Montreux Jazz Festival ein riesen Event. Vielleicht viele kennen es. Also es ist immer eine Reise wert. Montreux ist eine Reise wert und das Montreux Jazz Festival sowieso. Hier am Genfersee auch, wie im Tessin, sehr mediterran. Palmen blühen hier. Montreux ist sowieso eine der wärmsten Regionen, auch neben dem Tessin in der Schweiz. Und ja,
Wir werden es noch ein bisschen jetzt hier genießen, weil ein, zwei Artisten werden wir sicher noch werden wir zuschauen. Und dann geht es weiter, entweder Richtung Bern oder in Richtung Stadt. Wir entscheiden das noch ganz spontan. Okay, genießt es. Peace. Wir sind gestern, wollten wir eigentlich noch zwei Spots machen, und aber das Jazzfestival Montreux, ja, wir sind da halt trotzdem noch ein bisschen geblieben, sind dann in der Nacht, also wir sind dann nach Bern gefahren, haben da dann nicht groß überlegt mit Hotel, aber gedacht, eins mit Ladesäulen, und sind dann, haben das Hotel Novotel genommen. Ich muss jetzt wirklich sagen, ich kann jetzt das Hotel Novotel nicht empfehlen. Also die Nacht heute, die war nicht so entspannt. Und wir durften zwar neben den Ladesäulen durften wir das Auto hinstellen, weil es war wirklich alles voll mit Autos. Aber die Ladesäulen, die waren besetzt. Und das gibt auch keinen Service, der die dann wegfährt. Sind dann halt blockiert, und weil wirklich alles andere sonst, es war wirklich voll, das Hotel. Also hier ist ein Gebäude, Riesengebäude. Vorne ist das Novotel, wo wir waren. Im hinteren Eingang ist noch Ibis und Ibis Budget. Und es war wirklich rappelvoll und es gab keine Plätze. Aber normalerweise könnte man hier laden. Und ja, es hätte auch viele Lader in der Umgebung, aber es ist auch gleich. Der Ionity Grauholz ist auch gleich hier. Also von dem her gesehen, also absolut alles kein Problem. Und jetzt geht's weiter. Wir sind ja in Bern. In Bern gibt es auf der Grand Tour zwar keinen Fotospot, also ich habe keinen gefunden in der App. Trotzdem will ich euch kurz das Bundeshaus zeigen, weil Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. Und das Bundeshaus ist wirklich ein super schönes Gebäude. Wir fahren jetzt da schnell hin und lassen uns über die Software im ID5 GTX lassen wir uns dahin navigieren. Los geht's, kommt mit! Hallo ID. Navigiere mich nach Bern Bundeshaus. Bundeshaus. Gute Fahrt.
Bitte dem Straßenverlauf weiter folgen. Wir haben jetzt Bern im Schnelldurchlauf kurz gemacht. Jetzt gehen wir auf die Route durchs Emmental und zwar Richtung Luzern. Und die normal fährt man jetzt von hier über Land nach Burgdorf. Wir kürzen jetzt das aber schnell ab und fahren den direkten Weg über die Autobahn nach Burgdorf und starten dann von da durchs Emmental Richtung Luzern. Hallo Heidi. Navigiere mich nach Burgdorf. Es sind mehrere Suchergebnisse vorhanden. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. 1. Zeile 1. Okay, Burgdorf, Zentrum. Gute Fahrt. I'll be here with you all night. My mind, I'm getting lost in your eyes. Wir waren jetzt in der Burg, Burgdorf, in der Burg in Burgdorf, genau. Erbaut, ich glaube, ums Jahr 1200. Und alles dazu könnt ihr eigentlich auf der App lesen, auf der Grand Tour App. Wir lassen jetzt aber den Fotospot aus, weil wir dachten hier, ja, die Burg macht mehr Sinn, weil ich war wirklich auch noch nie. Auf der Burg, in Burgdorf war ich schon oft, aber auf der Burg noch nie. Deswegen jetzt gehen wir gleich zum nächsten Fotospot im Emmental und weiter geht's. Peace. Wir sind jetzt am Fotospot
Emmental. Emmental, wie ich schon erwähnt habe, von hier kommt der Emmentaler Käse, der berühmteste Schweizer Käse, der mit den großen Löchern. Und das ist eher ein hügeliges Gebiet, das Emmental, auch wunderschön natürlich, wie könnte es auch anders sein? Natürlich ist es wunderschön, sonst wäre ich ja nicht hier. Und hier fließt der Fluss durch, also das Emmental, gleichnamig wie der Fluss die Emme. Wir fahren jetzt weiter, die Flussrichtung entlang Richtung, Richtung Innerschweiz. Wir sind in Luzern, und zwar ein bisschen überhalb von Luzern. Ihr habt es im Video gesehen, wir sind durch Luzern durchgefahren. Wunderschönes Wetter heute. Hier im Hintergrund seht ihr die Bucht vom Vierwaldstätter See von Luzern. Auf der anderen Seeseite gleich das große Gebäude ist das KKL. Dann hier auf der Seite, vielleicht sieht man es im Hintergrund, diese ganz vielen großen Gebäude auf dem Bergkamm oben, auf dem Hügel besser gesagt, ist das Bürgenstock Resort, eines der teuersten Hotels in der Schweiz. Schon das alte Bürgenstock Hotel war wirklich sehr berühmt. Also Schauspieler wie Sean Connery, Sophia Loren gingen da ein und aus. Zum Teil wohnten die sogar da oben und wurde vor einigen Jahren komplett neu renoviert und zusätzliche Apartments angebaut. Es sind glaube ich mittlerweile, ich glaube es sind 3 oder 4 verschiedene Hotels da oben. Also ja, könnt ihr ja mal googeln. Und natürlich der Hausberg von Luzern, der Pilatus. Da führt die steilste Zahnradbahn führt da hoch. Also auch da, wenn ihr mal Luzern besucht, eine Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Pilatus, das ist echt auch super. Dann haben wir hier den ID5. Der macht das echt super. Ja, was will ich sagen? Es ist einfach nur angenehm mit dem Auto zum Fahren. Was meinst du, Maria? Wie bist du zufrieden mit dem ID5? Ich bin sehr zufrieden. Ein super Auto für Langstrecken. Macht sehr Spaß, komfortabel. Und auch auf der Grand Tour schlägt er sich gut? Er schlägt sich super. Genau. Deswegen fahren wir jetzt gleich weiter auf der Grand Tour zum nächsten Spot. Peace. Peace. Thank you.
Wir sind gerade eben die Axenstraße gefahren von Flüela nach Brunnen. Das ist wirklich eine meiner Lieblingsstraßen auf der ganzen Tour, also generell in der Schweiz. Tremola ist mein absoluter Favorit. Wir sind jetzt am Fotospot in Brunnen. Und hier hat man Aussicht, also der Spot heißt Vierwaldstättersee. Wenn man hier durchschaut, sieht man auf der anderen Seeseite drüben, sieht man so eine Waldlichtung, eine Wiese. Das ist die Rütli-Wiese, wo die Schweiz gegründet wurde. Und zwar gab es damals die Kantone Uri, Schwyz und Unterwalden. Da gab es den Rütli-Schwur auf der Rütli-Wiese 1291. Ich glaube, ich schneide das sonst nachher wieder raus. Auf jeden Fall auch Brunnen, wunderbar hier. Ich zeige euch noch ein bisschen was vom Brunnen und dann geht's schon weiter. Wir sind jetzt schon 5 Stunden 12 Minuten am Fahren. Wir haben das Auto. Heute Morgen sind wir in Bern gestartet mit 80% Ladung und wir haben jetzt noch 36%. Wir sind von Bern übers Emmental, wirklich das ganze Emmental durch bis in die Innerschweiz, durch Luzern, in Luzern rumgecruised, dann nach Altdorf, dann die Axenstraße jetzt bis nach Brunnen, wo wir gerade waren. Und wir schauen mal den Verbrauch an. Wir sind total 207 Kilometer gefahren. Ja, Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich langsam. Wir hatten auch Stau öfters mal und es ist natürlich cruisen. 5 Stunden 13 mittlerweile unterwegs und ein Verbrauch von 15,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das passt total. Ja, wirklich bis jetzt eigentlich 80% Ladung reicht auf der Grand Tour, um den ganzen Tag unterwegs zu sein. Und es ist so schön, die Grand Tour ist wirklich mega, mega, mega super. Ich glaube auch Maria gefällt's. Ja, natürlich gefällt es mir. Es ist total schön zum Fahren, man kann locker cruisen, man ist nicht unter Druck, einfach gemütlich die Landschaft anschauen. Natürlich während dem Fahren nicht so, aber ich durfte ja auch neben dir sitzen. Du bist ja auch teilweise gefahren. Von dem her sehr zu empfehlen. Gut, und jetzt geht's nach Einsiedeln. Und zwar ist das ein Kloster, das Kloster Einsiedeln. Das ist nicht einfach ein Kloster, es ist ein ganz spezielles Kloster. Dazu dann nachher mehr. Es wird schon ein bisschen dunkel. Ich hoffe, wir schaffen es noch, bevor es ganz dunkel ist. Aber auch wenn das ein bisschen Dämmerung da ist, Einsiedeln ist auch wunderschön. Bis gleich. Peace. Thank you.
Wir sind in Einsiedeln, dem größten Wallfahrtsort in der Schweiz. Das Kloster Einsiedeln ist ein Benediktinerkloster und der Hauptanziehungspunkt des Klosters ist die Schwarze Madonna. Die Schwarze Madonna steht hier drin im Kloster und in der Kirche drin steht die noch in einer eigenen Kapelle drin. Es ist also wirklich sehr schön hier, sehr lohnenswert, das mal anzuschauen, sehr besinnlich, auch wirklich da drin kann man mal ein bisschen wieder zu sich kommen. Ich bin sehr gerne in der Kirche drin und ja, wenn man hier in der Region aufgewachsen ist, was ich bin, ist das eigentlich immer so ein bisschen Pflichtprogramm, wenn man jung ist, dann kommt man hierher, Mitternachtsmesse an Weihnachten und so. Für heute ist jetzt der Tag, also die Reise der Grand Tour fertig. Wir gehen jetzt was essen. So, wir sind im Golden Alps in Davos angekommen. Hier gibt es Ladestationen und genau da, wo die Plätze frei waren, steht wirklich eine Grand Tour Ladestation. Oh, jetzt öffnet sich das Auto wieder. So, und bin ich mal gespannt, weil gestern das Novotel in Bern war wirklich nicht das, was man unter einer guten Nacht versteht. Und ich glaube auch Maria wünscht sich heute eine erholsamere Nacht. Genau. Aber ich denke, das Hotel hier ist schon eine Stufe höher. So, dann gehen wir mal schauen. Wir haben ganz kurzfristig, spontan haben wir reserviert. Von unterwegs. Und dann checken wir jetzt hier mal ein. Jetzt, Zimmernummer haben wir? 637. Ja, und dann ist aber gut, dass... So, 637. Ja, das sieht gut aus. Okay. Yes. Okay, dann hebe ich die Ruf. So. Okay, das ist jetzt ein bisschen besser als gestern. So muss es sein. Weil gestern waren wir im Novotel und wir haben echt das Gefühl gehabt, wir seien, ich darf es jetzt nicht sagen, aber das war wie, ja, genau. Das war wirklich Horror. Aber so, das ist jetzt schön. Ja, wirklich nice. Badezimmer, check. Muss man checken? Yes. Das ist gut. Yes. Und Minibar ist auch. Minibar, zwei Bier. Super. Und hier haben wir die Tür zum nächsten Zimmer, wäre das. Doch, Bügeleisen brauchen wir aber nicht. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf die hintere Seite. Ja. Genau. So, und dann sagen wir jetzt bis morgen zum letzten Tag der Grand Tour von uns. Schlaft gut. Schlaft gut. Du bist ganz verschmiert. Macht nicht. Ich bin müde. Bis morgen. Tschüss.